Es war mal Ali und seine Familie. Der Ali war ein Auswanderer aus Persien und lebte in Indien. Es waren einfache Leute, der hatte eine Farm, die war sehr fruchtbar. Guter Boden, ein schöner kleiner Bach ging durch das ganze Grundstück, tränkte das Land und seine Tiere. Er hatte immer genug. Er konnte leben, er konnte verkaufen. Und wenn man den Ali gefragt hat, hey Ali, wie geht's dir so? Er hat immer gesagt, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, alles stimmt eigentlich. Ja, an einem Tag begegnete dem Ali ein Wanderer, so ein Wanderer, Handelsmann. Und der hat dem Ali was erzählt, nämlich über Diamanten. Ali, hast du schon mal was davon gehört? Wenn du einen Diamant findest, der nur so groß ist wie dein Daumen, dann kannst du ein reicher Mann, ein gemachter Mann sein. Du kannst dir ein Grundstück kaufen, das reicht von hier, bis dein Auge es nicht mehr sehen kann. 10-mal, 20-mal so groß wie das, was du jetzt schon hast. Ja, und dieser Gedanke ließ den Ali nicht mehr los. Seine Zufriedenheit hat nachgelassen und er hat den Beschluss gefasst, ich muss diese Diamanten finden, ich muss es, ich brauche das, ich muss es auch probieren. Der hat seine Familie zu Verwandten geschickt, hat gesagt, ihr könnt dort leben, hat das ganze Grundstück, sein ganzes Land verkauft, hat den Erlös genommen und ist raus in die weite Welt. Der hat Diamanten gesucht, überall, auf allen möglichen Kontinenten. Tatsächlich hat er sein Glück versucht, aber der hat sie nicht gefunden. Der hat einfach keine Diamanten gefunden. Irgendwann war der Ali so frustriert, sein ganzes Geld war eigentlich weg, was er noch von der Farm hatte, dass er keinen Ausweg mehr wusste. Zurück geht's nicht mehr, nach vorne geht's nicht mehr. Der hat sich das Leben genommen. Ganz tragisch. Aber zurück in seiner Heimat hat jemand seine Farm gekauft. Und dieser Mann, der lebte auch schon seit Jahren darauf, hat irgendwann mal die Tiere an diesen Bach gebracht zum Tränken und hat da was Glitzerndes im Wasser gesehen. Hat es rausgenommen, hat gesagt, oh, ist ein schöner Stein, nehme ich mal mit nach Hause. Hat ihn in die Vitrine gestellt, ohne genau zu wissen, was er da hat. An einem Abend, als er Besuch hatte, guckte sein Besuch in diese Vitrine und sagte, hey, weißt du, was du da überhaupt hast? Weißt du, was es da ist in deiner Vitrine? Das ist ein Diamant. Das ist ein Diamant, was du hast. Der Mann hat es rausgeholt, hat es verkauft und dieser Diamant ist einer der größten Diamanten, die überhaupt auf der Welt gefunden wurde. Ja, diese indische Mine ist sehr berühmt für die größten Diamanten. Ja, dieser Ali hat sein Glück gesucht auf der ganzen Welt, ist rausgegangen und ich denke auch, wenn er diesen Stein, irgendeinen dieser Diamanten gefunden hätte, er wäre nicht wirklich glücklich geworden. Ja, wo suchst du dein Glück? Suchst du vielleicht auch dein Glück in materiellen Dingen? Vielleicht in der Ansammlung von Beziehungen? Vielleicht auch in deinem Können? Immer mehr was drauf zu haben, was zu sein, was zu zeigen? Vielleicht sogar in irgendeiner sexuellen Erfüllung oder in Statussymbolen? Ja, wahres Glück findest du nicht außerhalb von Gott. Jesus selber sagt, euren Frieden nehme ich euch nicht, sondern ich gebe euch noch meinen Frieden dazu. Und zwar nicht, wie die Welt gibt, sondern Jesus gibt diesen Gottesfrieden, diese Zufriedenheit, könnte man das auch übersetzen. Ich selber, bevor ich Jesus kannte, war ich vielleicht nicht wirklich unzufrieden. Aber als ich Gott kennengelernt habe, dann habe ich plötzlich verstanden, was wahres Glück ist. Nicht dieses Umherstreifen, dieses ruhelose Suchen in verschiedenen Dingen, sondern Gott schenkt diese Erfüllung. Und zwar in der Nähe. Wir müssen nicht überall hin, um dieses Glück zu finden. Wie werde ich denn glücklich? So wie der Ali, so auch ich. Und wahrscheinlich jeder Mensch stellt sich diese Frage. Aber nach meiner Erfahrung aus kann ich sagen, wahres Glück findest du nur in Jesus.